Die habe ich alle aus dem Turnschuh rausgeholt. Und manche haben ganz schön in den Fuß reingepiekst. Es waren noch mehr, aber viele sind schon im Grill gelandet. Jetzt sagt er so, nix, habe jetzt diesen Schlauch da in der Kommode gefunden, zerschnitten und jetzt da reingestopft zwischen Felge und Reifen und dann mal schauen. Beidseitig. Noch viel geschlagen, aber ich habe noch 2 Tage Zeit. Ja, irgendwo geht da die Luft flöten. Aber ich kann es noch nicht überprüfen, wo das Loch ist. Der erste Vollgummireifen entsteht. Hat mich gleich gut voll gespritzt. Ich habe die ganze Dose reingejagt. Entlüftungsloch zugemacht. Das muss jetzt 24 Stunden schön aushärten. Und dann muss ich mal gucken. Die Brille war voll. Das Zeug pappt auch wie Sau. Und da sieht man, hat ganz schön weit rumgesprüht. Die ganzen weißen Flecken. Sieh an, der Schaum arbeitet noch. Ich hätte ihn fast zu früh montiert, wollte schon dieses Loch mit Epoxidharz zumachen. Aber das lasse ich erstmal. Stell den nochmal in die Sonne. Also man musste vorher nass machen. Ich habe ziemlich viel Wasser reingegossen. Bei Schaum scheint nichts mehr zu kommen. Das ist ausgehärtet. Anscheinend will jetzt noch Restwasser hier rausgedübelt. Aber ist recht so. Macht sich schon wieder Rostansatz breit. Während den Anfängen. Abgeschmirgelt und Rostumwandler drauf. Dann werde ich es nochmal schön trocken wischen und dann kommt der Vollgummireifen drauf. Vollgummireifen ist montiert. Jetzt kommt die große Premiere. Ich hoffe, dass das funktioniert. So, jetzt geht es zum Komposthaufen und die Akazien rauf. Und dann wird der Vollgummireifen begutachtet. Ersten scharfen Einsatz sehr gut überstanden. Ist halt etwas kleiner im Umfang wie der mit Luft gefüllte, aber keine Dellen drin und nichts. Ist proper hart.